Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Prince of Persia Sands. Forgotten Sands. Ja. Irgendwie jetzt gerade Sands of Time. Nicht schon wieder. Im Kopf. Aber es ist Forgotten Sands und das ist fucking knapp hier gerade. Und ja. So, einmal hier hoch. Zack, zack, zack. Ich finde schön, dass er wartet, bevor er uns angreift. Dass wir auch ein gutes Stück vorwärts kommen. So. So, jetzt haben wir es auch rausgekriegt. Das ist echt gar nicht so einfach. Nein, das wollte ich. So, das wollte ich. Immer erst das größere Nervenübel loswerden. Ui, das war ein nicer Move. Das Gute ist, die können sich auch gegenseitig killen. So. Und wir haben hier ein Upgrade frei. Das gefällt mir doch sehr. Kraft der Zeit Upgrade. Erhöhe die Zeit. Ah, das Ding wollten wir auf jeden Fall machen. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, wir müssen die Dinge hier noch freischalten, damit. Also die hier auf jeden Fall noch freischalten, damit wir hier weiterkommen. Okay. Das heißt, für das hier oben werde ich wahrscheinlich das hier benötigen. Und das hier. Okay, alles klar. Understanding. Jetzt die Frage. Haben wir jetzt eine Blamage? So, ich bin da jetzt. Okay, verstehe. Zack, 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 zack. Und. Geht irgendwie. Ah, okay, verstehe, so. Und hoch. Meine erste größte Sorge bei dem Spiel war die Kameraperspektive tatsächlich. Da kommt man natürlich so nicht hin. Warum sollte man auch? Ich bin davon aus, weil die Kameraperspektive manchmal echt beschissen ist einfach. Aber es gehört einfach zum Spiel dazu. Also ich hatte ehrlich gesagt echt Sorgen, dass die Kameraperspektive dauernd so wäre. Da würde ich irgendwie nicht mit klarkommen können. Ist aber nur meine Meinung. Und hui! Naja, durch auch. Zack und zack. Zack, zack. Achso, ich soll hier lang, okay. Ja. Ich finde es gut, dass das Spiel mir da so richtig schön mithilft. Und mir richtig schön sagt, wo ich hin soll. Wo geht er hin? Malik, er will das Medaillon. Der Thronsaal ist dort entlang. Ich muss zuerst Malik erreichen. Ah, diese Betonung. Also, wie gesagt, die Synchro in dem Spiel ist echt grottig. Medaillon. Er will das Medaillon. Also, ich hätte es anders betont. Er will das Medaillon. Nicht Medaillon. Sondern dieses Oh, Medaillon. Dieses einfach. Ja. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Da. Wie viel
viele Pfeile haben die eigentlich? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist die Synchro echt katastrophal. Ja. Das ging voll in die Hose. Das ging voll in die Hose. Okay, wir haben keine Zeit mehr. Oh. Das ging immer gut. Da kam schon gerade der Notarzt. Gibt's Energie? Ja. Alter, wie viele hätten aus? Wollte schon sagen. Eieieiei. Aber ich finde ganz ehrlich, ich kann über die deutsche Synchro echt hinwegsehen, weil das Spiel macht einfach Spaß. Und es gibt immer noch Schlimmeres. Ja, ist klar. Why? Tell me why. Warum? Warum? Was mache ich jetzt gerade? Ich spiele zu lange das Spiel, bin ich ganz ehrlich. Ich sterbe jetzt, ganz ehrlich. Alter. Ja gut, egal. Was war das denn jetzt? Hallo, ich würde gern... Das war jetzt irgendwie dezent merkwürdig. So. Vielleicht war ich auch gerade einfach ein bisschen zu, ich sag mal, voreilig? It's a portable thing. So. Ja, ich war zu voreilig. Ich bin gerade zu blöd, die richtige Taste zu drücken. Oder im richtigen. Alter, ich will die Wand da hoch. Das ist ja dieses Perspektivending, ne? Guckst in die falsche Richtung, geht der woanders lang. Alter, was ist denn das jetzt? Das ist das Astrolabium. Malik erwähnt es in einem Brief. Es soll anhand der Sternenbewegung die Zukunft vorhersagen. Die Armee hat es wohl nicht angekündigt. Wollte ich gerade sagen, wenn das Ding die Zukunft voraussagen kann, wieso hat es dann die Dämonen, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie vorausgesagt? Ja, naja. Wollen jetzt mal nicht zu kleinig sein. Die Story ist in dem Spiel definitiv nicht das Highlight. Oh, da komme ich aber hoch. Ja, komme ich eiskalt. Jetzt bringt mich Malik wegen Verrat und Vandalismus um. Malik sollte mal die Fresse halten. Okay, das Ding hat auf jeden Fall irgendwas zu bedeuten. Das ist nur die Frage.
Okay. Ich glaube, hier muss ich noch gar nicht lang. Ich glaube, das ist hier später erst. Die Dinger sind aus, okay. Kann ich das Ding wieder aktivieren? Okay, jetzt muss ich gerade generell überlegen, wo ich hin soll, was ich machen soll. Es ist schön, dass ich da hinten jetzt alles machen kann. Es bringt mir nur gerade ehrlich gesagt nichts. Ja. Okay. Ach, willst du mich verarschen? Ernsthaft? Achso, eine andere. Andersrum, so. Ob das was wird? Nein, okay, der kann sich ja nicht verteidigen. Fett halten. Ich soll auf jeden Fall irgendwie nach oben. Okay. Ich dachte nämlich, weil hier über oben drüber. Naja, okay, hier nix. Vielleicht? Ne. Moment, hä? Okay, jetzt bin ich überfordert. Ich dachte nämlich, da oben ist nämlich auch so eine Stange. Dachte ich nämlich, dass wir dahin müssen. Warte mal kurz, einen Moment. Ich habe heute so viel gequatscht am Tag, dass ich jetzt, habe dezenter leichte Halsschmerzen. Ich könnte nämlich da hoch, dann da rüber. Aber... Ja, das war jetzt nicht so schlau gerade. Fuck. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Da hoch kann ich mich ja nicht hangeln. Also ich muss auf jeden Fall da oben lang, das ist mir schon klar. Und zurück geht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Ich stehe jetzt gerade wirklich auf dem Schlauch. Warte mal, ich töte mich mal kurz, ja? Geronimo! Und ich trinke mal kurz was. Ach, scheiße. Also irgendwas ist da drüben auf dem... Passend. Jetzt bringt mich Malik wegen Verrat und Vandalismus um. Irgendwas ist auf jeden Fall hier drüben. Okay. Scheiße ist halt ist leider, dass das je nach der Sequenz den Checkpoint hatte. Nicht davor.
Ich hab keine Ahnung. Aber hier rüberschwingen geht auch nicht. Das ist gerade. Hier gibt es doch leider keine Hilfestellung oder so, ne? Hier vielleicht irgendwas? Nee. Das hier macht so komische Partikel. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob das ein Grafikfehler sein soll. Das weiß ich natürlich nicht. Wo ist denn hier? Nein, 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 nein. Nein. I don't know. Jetzt stehe ich natürlich hart auf dem Schlauch. Das ist kacke. Meine Idee war es ja, hier über dem goldenen Dingens da. Scheiße, wie heißt das Ding? Schwungding. Dass dann irgendwie dann da oben abstützen, hochlaufen, abspringen und dann da drüber das Ding greifen. Aber es geht ja nicht. Warte mal. Okay, das Ding kann man nicht kaputt machen, alles klar. Schade, hätte sein können, dass man es hier runterschmeißen muss, aber... Hm. Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ja, ich glaube, ich werde mal gucken müssen, wie oder wo es weitergeht. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen... Mache ich hier an dieser Stelle für diese Folge Schluss, weil ich habe keine Idee. Überhaupt gar keine Idee. Ich gucke dann mal ein bisschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin bei manchen Rätseln bin ich richtig hart am Schlauchen. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. Gut, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, wenn ich dann das Rätsel gelöst habe. Also wenn ich die Lösung habe. Macht's gut. Tschö. Mit Öl.